So, hallo und willkommen zum heutigen UGE-Treff. Wie immer samstags um 12 Uhr, jeder kann hier mitmachen. Über den Facebook Messenger können wir hier uns unterhalten über das universelle Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen für die ganze Welt. Ich gucke mal kurz auf Facebook, ob sich heute irgendjemand gemeldet hat. Nein, niemand hat sich gemeldet. Dann werde ich wieder alleine hier sprechen. Über Themen, die mir gerade einfallen. Diese Woche wurde sehr viel auf Facebook diskutiert. Das war eine sehr spannende Woche, finde ich. Ich habe auch viele neue Gedanken und so da bekommen. Wirklich sehr gut diese Woche. Ich bekomme auch auf Facebook immer am meisten Rückmeldungen. Hier auf YouTube wird so gut wie gar nichts kommentiert. Immerhin 5 Leute haben sich das hier angeguckt oder angehört letzte Woche. Das ist auch was. Aber Rückmeldungen bekomme ich immer vor allem auf Facebook. Deswegen lese ich immer viel Facebook und poste auch immer mal wieder was. Diese Woche habe ich einen Artikel oder ja, einen Beitrag gepostet, wo ich mir über Leistungsgerechtigkeit Gedanken gemacht habe. Der wurde viel geliked und der wurde auch geteilt. Das fand ich schön. Diesen Artikel habe ich ausnahmsweise mal nicht auf meinen Blog gestellt. Der war irgendwie ein bisschen Facebook-spezifisch, weil ich da auf eine Diskussion in den Kommentaren mit drauf eingegangen bin. Also auf dem Blog seht ihr den Artikel nicht, aber auf Facebook habe ich den in mehreren Gruppen geteilt, beziehungsweise in 2 Gruppen habe ich den geteilt, nämlich in der Gruppe Bedingungsloses Grundeinkommen und in der Gruppe Pro UBI, BGE oder so ähnlich. Also in diesen 2 Gruppen. Ja, es wurde natürlich auch viel diskutiert. Was ist überhaupt Leistung? Da hat Arvst Wagner was zugeschrieben, dass er der Meinung ist, dass es Leistungsgerechtigkeit überhaupt nicht geben kann, weil Leistung immer auch subjektiv ist. Also der eine tut sich sehr leicht mit dem Heben einer Kiste, der andere tut sich nicht so leicht, weil er nicht so viel Körperkraft hat und so. Und wer hat dann mehr geleistet, wenn die beide die Kiste hochgehoben haben und so. Ich selbst bin dafür, dass wir Leistung einfach so definieren, dass damit die objektive Leistung gemeint ist. Also es ist einfach eine Definitionssache. Leistungsgerechtigkeit heißt für mich, dass objektive Leistung belohnt wird und das mögen manche Leute als ungerecht empfinden, dass jemand, der nicht so viel leisten kann, dann vielleicht nicht so viel Lohn bezahlt bekommt für das, was er tut, aber ich würde das trotzdem Leistungsgerechtigkeit nennen. Also wenn jemand 20 Brötchen backt in der Stunde, dass er dann doppelt so viel Lohn bekommt, wie jemand, der nur 10 Brötchen backt oder bäckt, das empfinde ich als leistungsgerecht. Und was man sich dabei klar machen muss, das vergessen viele Leute, dass Leistungsgerechtigkeit ja nicht die einzige Form von Gerechtigkeit ist. Und Leistungsgerechtigkeit ist auch nicht der alleinige Maßstab, um den Wert eines Menschen zu messen. Denn der Mensch hat auch einen Wert unabhängig von der Leistung. Aber das beides widerspricht sich ja nicht. Also dass es Leistungsgerechtigkeit geben kann und dass der Mensch einen Wert unabhängig von seiner Leistung hat. Also wer das irgendwie als Widerspruch wahrnimmt, glaube ich, der hat noch nicht genügend über das Thema nachgedacht. Und ich würde euch auch wirklich dazu einladen, macht euch über dieses Thema Gedanken. Das ist nämlich ein sehr spannendes und ein sehr wichtiges Thema. Ja, ich tue mal wieder das. Also ich kann mich manchmal nicht so recht entscheiden, wie ich das hier optisch gestalten soll. Also da bin ich immer so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Das ist übrigens auch eine Form von Leistung, also so etwas zu gestalten. Ich selbst bin von Haus aus nicht so talentiert für sowas. Ich habe mich früher nie mit sowas beschäftigt, sondern erst jetzt, wo ich dieses Online-UGE-Treff hier mache. Ich kann mich auch nicht entscheiden, ob ich hier das Online-UGE-Treff oder nur UGE-Treff nennen soll und so. Da muss man überall erstmal reinfinden. Aber ihr seht, so im Laufe der Zeit werde ich langsam so ein bisschen besser. Also Leistung ist manchmal etwas, was man auch selbst beeinflussen kann, indem man sich einer Sache widmet und indem man ein bisschen am Ball bleibt und so. Dann leistet man mit der Zeit immer mehr. Das ist auch immer eine Sache der Erfahrung.
Aber manchmal ist es auch eine Sache des Talents. Also manche Leute haben einfach von Haus aus für irgendwas Talent und andere haben nicht so viel Talent und so. Und das ist halt auch einfach ein Aspekt unseres Daseins hier auf Erden, denke ich, dass das so ist. Genau, also das ist das Thema Leistungsgerechtigkeit. Ich finde es schön, dass der Arvs Wagner tatsächlich auf Facebook auch manchmal kommentiert. Das ist nämlich, also der war mal Bundestagsabgeordneter. Und solche Leute sind ja oft sehr viel beschäftigt, die haben immer viel zu tun. Und wenn solche Leute sich dann für Facebook manchmal Zeit nehmen, das ist immer sehr schön, finde ich, dass man auch solchen Leuten sozusagen mal über den Weg läuft auf Facebook. Ja, der ist bei den Grünen, glaube ich. Gut, aber das nur nebenbei. Ansonsten ein gewisser Boris Dieker hat sehr viel gepostet in dieser Woche. Der wird so von vielen so ein bisschen als das Enfant terrible der PGE-Gruppe wahrgenommen, glaube ich. Der sagt immer sehr direkt, was ihn alles am BGE stört, was er alles skeptisch und kritisch sieht am BGE. Und das finde ich eigentlich gut, wenn Kritiker sich mal zu Wort melden und wenn man da auch kein Blatt vor den Mund nimmt, sondern ganz klar und deutlich sagt, diese und diese Punkte gefallen mir noch nicht oder da und da habe ich noch Fragen und so. Das ist immer sehr wichtig, dass Leute auch sehr deutlich sagen, was sie denken, finde ich. Ja, ich habe diese Woche ein bisschen mein Zimmer aufgeräumt, aber es ist immer noch ein bisschen unordentlich. Da werde ich dann immer so ein bisschen abgelenkt. Ja, also man hat ja immer nur begrenzte Aufmerksamkeit im Leben. Man muss sich immer entscheiden, für was verwende ich diese Aufmerksamkeit. Also verwende ich die zum Beispiel fürs Zimmer aufräumen oder nicht. Also wenn ich das mache, dann zahlt sich das natürlich hinterher aus, weil ich dann weniger abgelenkt werde. Aber andererseits braucht es halt auch immer so ein bisschen Zeit und Aufmerksamkeit. Ich glaube, so ist es auch beim Grundeinkommen. Also Grundeinkommen, das hat sehr viele positive Effekte, aber um das einzuführen, müssen wir einmal unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Also auf unser System hier. Also wir müssen uns einmal mit dem System hier beschäftigen. Im Moment haben wir das sogenannte Hartz-IV-System, also dieses Arbeitslosengeld II und so, das jemand bekommt, wenn er keine Arbeit hat. Beziehungsweise manche Leute haben auch andere Einkommen, also es wird ja auch mal schnell vergessen. Also manche haben vielleicht was geerbt oder so, können davon leben. Das ist aber nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Bevölkerung. Für die meisten ist es so, dass man entweder Erwerbsarbeit leisten muss oder ja, es gibt das traditionelle Modell noch, dass zum Beispiel eine Frau einen Mann heiratet und der Mann finanziert dann das gemeinsame Leben sozusagen. Der ist dann für den Broterwerb zuständig. Manche Leute machen es inzwischen auch andersrum, dass die Frau dann arbeitet und der Mann sich vielleicht um die Kinder kümmert oder so, oder im Haushalt. Das ist ein bisschen seltener, aber das gibt es auch. Aber irgendjemand muss immer Erwerbsarbeit leisten, also bei 99% aller Menschen. Das heißt, Erwerbsarbeit hat einen sehr hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Und das müssen wir irgendwann auch mal wieder kritisch hinterfragen und uns überlegen, ob das wirklich so sein muss. Also ob Erwerbsarbeit wirklich so wichtig ist, dass 99% der Menschen sich sozusagen damit beschäftigen müssen. Wobei das stimmt natürlich auch nicht ganz. Also zum Beispiel Rentner und so müssen nicht Erwerbsarbeit leisten, beziehungsweise müssen nicht mehr Erwerbsarbeit leisten. Die haben dann vielleicht bis zum 65. Lebensjahr oder so Erwerbsarbeit geleistet und müssen dafür dann danach nicht mehr Erwerbsarbeit leisten. Das gibt es auch, aber indirekt steht immer die Erwerbsarbeit im Mittelpunkt. Das ist das Besondere an dem System, das wir heute haben. Und da müssen wir einmal mit aufräumen sozusagen, uns einmal überlegen, ob das wirklich noch Sinn macht im 21. Jahrhundert, wo ja auch immer mehr automatisiert wird und so und wo eigentlich gar nicht mehr so viele Arbeitskräfte benötigt werden. Beziehungsweise, das wird ja auch oft vergessen, also es wird schon immer noch Arbeit benötigt, aber nicht mehr
in dieser klassischen Form, also dass man in einer Fabrik am Fließband steht oder dass man von 9 bis 17 Uhr in einem Büro arbeitet und so, also diese klassischen Formen der Erwerbsarbeit werden immer mehr wegfallen und stattdessen werden andere Arten der Arbeit geleistet werden müssen. Also ein typisches Beispiel ist zum Beispiel, also ist die Altenpflege, das wird nicht weniger werden in den nächsten Jahrzehnten. Und auch ein Kindergärtner oder eine Kindergärtnerin, also ich verwende normalerweise immer die männliche Form, weil es einfacher ist. Also ich will nicht, also dieses Gendern will ich eigentlich nicht so mitmachen. Aber ja, also auch ein Kindergärtner zum Beispiel, also ich verwende einfach konsequent die männliche Form, das ist ja eigentlich auch sehr feministisch, nicht wahr? Also da, damit kann auch eine Feministin zufrieden sein, wenn ich das so mache. Oder ich muss gerade überlegen, will ich das überhaupt? Also ich bin eigentlich, ich selbst sehe mich eigentlich nicht als Feministin. Muss ich hier alle Leute zufriedenstellen oder muss ich das nicht? Das ist auch sowas, wo ich manchmal drüber nachdenken muss. Also muss man es immer allen Menschen recht machen oder muss man es nicht? Also im Prinzip will ich ja, dass alle Leute zum BGE finden und so. Aber andererseits ist es so, dass ja auch jeder Mensch irgendwie so seine eigenen Ansichten und Persönlichkeiten hat. Das ist halt. Ja, das ist eine sehr philosophische Frage, finde ich. Also wenn man sich fürs Grundeinkommen einsetzt, wie stromlinienförmig muss man sozusagen sein oder wie muss man sich anpassen? Ja, manche Leute sehen es auch umgekehrt, dass quasi die Feministen und so die Unangepassten sind und die sich anpassen, haben die traditionellen Werte und so. Aber ich mache immer die Erfahrung, speziell so auf Universitäten oder so, wenn man da ist und irgendwie traditionelle Werte vertritt, dann erregt man tendenziell mehr Anstoß als umgekehrt, habe ich den Eindruck. Oder? Oder ist das irgendwie eine verzerrte Wahrnehmung von mir? Na gut, das ist eine sehr komplizierte Frage. Das sind halt, ja, das sind Fragen, mit denen ich mich halt manchmal beschäftige auch. Also es ist ja, es wird ja auch allgemein sehr viel darüber diskutiert, derzeit in den Medien über das Gendern und so. Also ich bin vor allem dafür, dass man weniger so auf dieses Äußere den Schwerpunkt legt, sondern mehr auf das, auf substanzielle Sachen. Also nicht immer so die Verpackung, sondern dass den Inhalt sich anguckt. Und beim Grundeinkommen der Inhalt ist, dass jeder Mensch einen Wert hat und dass jeder Mensch selbstbestimmt leben können soll. Also jeder Mensch heißt natürlich auch jeder Mann und jede Frau. Also in diesem Sinne ist das was sehr Feministisches. Also kommt Feministen und Feministinnen sehr entgegen in diesem Sinne. Aber das Grundeinkommen ist nicht festgelegt, also wie das Leben dann gestaltet werden soll. Also es können auch Leute das Grundeinkommen nehmen und dann sehr traditionell leben. Also wenn zum Beispiel Erwerbsarbeit nicht mehr so im Mittelpunkt steht, dann kann auch bei Ehepaaren kann einer zu Hause bleiben und das kann natürlich, das kann der Mann auch sein oder das kann auch die Frau sein. Und das kommt letztendlich auf den Menschen an, also wie die Menschen sich entscheiden. Gut, also das jetzt nur so nebenbei gesagt. Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Jetzt habe ich wieder ein bisschen den Faden verloren. Also über Facebook habe ich geredet, dass da sehr kontrovers diskutiert wurde und dass ich das gut finde. Und irgendwas anderes wollte ich noch sagen, aber den Gedanken habe ich jetzt. Da ist mir jetzt der Gedanke abgerissen. Ach so, über Kindergärtner wollte ich. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein, ja. Also, ach genau, über die Arbeit wollte ich reden. Also Arbeit wird nicht weniger werden und Kindergärtner zum Beispiel kann man nicht einfach durch Roboter ersetzen. Das ist meine Überzeugung, also dass man das nicht machen kann und auch nicht machen soll. Das heißt, in diesem Bereich wird es immer Arbeit geben. Aber die Sache ist, dass hier natürlich nicht diese Leistungslogik so greift. Also ich habe ja vorher dieses Beispiel gebracht mit dem Brötchenbacken. Das könnt ihr euch gerne auch auf Facebook mal durchlesen, diesen Post, den ich da geschrieben habe. Also Leistung
kann man beim Brötchenbacken sehr einfach messen. Jemand, der doppelt so viele Brötchen backt, der hat doppelt so viel geleistet. Aber in anderen Bereichen lässt es sich nicht so einfach messen. Also gerade bei Kindergärtnern, man kann nicht so einfach sagen, dieser Kindergärtner hat jetzt doppelt so viel geleistet wie jemand anderes. Ich meine, es kann natürlich einer vielleicht doppelt so viele Kinder betreuen, aber die Frage ist ja, tut er das genauso gut? Also man kann vielleicht von außen dann irgendwie sehen, bei dem sind die Kinder besonders brav oder so, aber das ist ja nicht das alleinige Kriterium, ob die Kinder brav sind, sondern die Kinder sollen auch was lernen irgendwie, irgendwas mitbekommen fürs Leben und so. Und das ist nicht so einfach zu messen, glaube ich. Also da, also ich bin nicht der Meinung, dass überall, also dass Leistungsgerechtigkeit überall anwendbar ist. Also ich finde nur dort, wo Leistungsgerechtigkeit anwendbar ist, in diesen Bereichen sollte es Leistungsgerechtigkeit geben. Also dort, wo man es messen kann. Aber dort, wo man es nicht messen kann, hat es natürlich keinen Sinn, jetzt auf Biegen und Brechen irgendwie eine Leistungsgerechtigkeit einführen zu wollen. Und das spricht in meinen Augen sehr stark fürs bedingungslose Grundeinkommen oder fürs universelle Grundeinkommen, besser gesagt. Weil Menschen dadurch die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, ob sie Erwerbstätigkeit sein wollen oder nicht. Und ich glaube, dass die Welt der Erwerbsgerechtigkeit, ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr, 11:15, also die Welt der Erwerbsgerechtigkeit, habe ich jetzt gesagt, die Welt der Erwerbstätigkeit ist die Welt der Leistungsgerechtigkeit, glaube ich. Also dort, wo Leute erwerbstätig sind, geht es letztendlich immer um Leistung. Und ja, also so der Tendenz nach, meine ich. Und dort, wo Menschen nicht Erwerbstätigkeit sind, haben Leute, glaube ich, die Freiheit, auch nach anderen, also auf andere Art und Weise zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten. Also einfach so, zum Beispiel auch nach Gefühl oder so. Also ich spüre irgendwie so im Herzen oder im Bauch oder so, dass diese und diese Tätigkeit jetzt für mich das Richtige ist, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann selbst daran wachsen und so. Das ist dann etwas, was oft nicht objektiv messbar ist, aber was trotzdem auch irgendwie ein Stück Realität ist. Also auch unsere eigenen Gefühle und so, oder unsere Intuition, das ist auch eine Wahrheit in uns, auf die wir auch manchmal hören sollten, finde ich. Oder eigentlich immer hören sollten, finde ich. Und also so gesehen hat Leistungsgerechtigkeit natürlich auch ihre Grenzen, das ist ganz logisch. Und mit einem universellen Grundeinkommen gäbe es so eine Art Ausgleich, dass alle Bereiche des Lebens irgendwie zu ihrem Recht kommen, sozusagen. Dass wir allem die Aufmerksamkeit geben können, die es auch benötigt. Also, dass die Pflege alter Menschen oder die Erziehung der Kinder und so genauso viel Aufmerksamkeit bekommt, wie die Produktion von Autos oder die Produktion von Fahrrädern oder so oder von Zahnbürsten. Ist ja ganz egal. Also, es ist. Ich will gar nicht so genau jetzt werten, welche Produkte besonders wichtig oder wertvoll sind und welche nicht. Aber ich will einfach damit sagen, dass Produktion von Dingen, von Gegenständen im Moment tendenziell zu viel Aufmerksamkeit erhält und andere Bereiche des Lebens zu wenig. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass früher, also bis vor 100 Jahren oder so, es ja immer Mangel herrscht an allem Möglichen. Also an allen möglichen Produkten gab es Mangel. Also ein Auto konnte sich damals nicht jeder leisten. Auch ein Fahrrad konnte sich vor 100 Jahren vielleicht noch nicht jeder leisten. Das war noch nicht selbstverständlich. Selbst Essen, also ich meine, auch vor 100 Jahren hat noch niemand gehungert, aber man musste immer so ein bisschen sparsam sein, musste sich vielleicht im Herbst dann Kartoffeln kaufen und die für den Winter dann einlagern, dass einem dann nicht die Lebensmittel ausgingen irgendwann im Winter oder so. So war das früher vielleicht noch, aber heute leben wir immer mehr im Überfluss und je mehr wir im Überfluss leben, desto mehr sollten wir eigentlich unsere Aufmerksamkeit anderen Bereichen zuwenden als der Produktion von Waren.
Und das ist bis jetzt noch zu kurz gekommen. Also wir leben so, als würden wir immer noch im 19. Jahrhundert oder so leben. Das ist das Problem in unserer heutigen Gesellschaft, glaube ich. Und da würde das universelle Grundeinkommen etwas dran ändern. Das ist so meine Ansicht zu dem Thema. Ja, zurück zu Facebook. Was gibt es noch so für Diskussionen auf Facebook? Heute habe ich gerade wieder was Neues gelesen dort, also einen neuen Post von Andreas Metz. Das ist jemand, der ist bei der SPD. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe mal ein Video geguckt von dem. Also der hat mal so ein Video auf YouTube gestellt, wo er mit Michael Levedag diskutiert. Fand ich sehr gut, dieses Video. Also der hat gepostet, das BGE ist zwangsläufig und das ist auch gut so. Und dann noch so ein bisschen längeren Text. Er schreibt immer relativ lange Texte, beziehungsweise gut, das sind jetzt 10 Zeilen oder so. Ja, ich lese das mal komplett vor. Also das BGE ist zwangsläufig und das ist auch gut so. Ich bin jetzt ein in relativ einfachen Strukturen denkender Mensch, aber selbst da kann ich mich ja auch mal zu kompliziert ausdrücken. Ja, da hat er. Na gut, ich will das nicht irgendwie spöttisch sein oder so, aber er hat nicht ganz Unrecht mit dem Thema, mit dem Satz, muss ich sagen. Ja, also weiter, ein Ex-Banker und eher Wirtschaftsliberaler schafft meiner Meinung nach in eindrucksvoller Weise den gedanklichen Brückenschluss zwischen linkssozialer Spinnerei und wirtschaftsliberaler Notwendigkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens herzustellen. Bei aller Kritik und auch Ablehnung wird dich dieser Artikel am Ende auf alle Fälle nicht unwissender zurücklassen als vorher. Ich würde sagen, Pflichtlektüre, ihr seid dran. Ja. Also ich muss. Also auf Facebook muss man manchmal darauf aufpassen, dass man, ja, dass Leute nicht irgendwie dann beleidigt sind, weil etwas, was man schreibt, wenn man irgendwie zu flapsig oder respektlos rüberkommt oder so, das ist etwas, was mir manchmal so ein bisschen Probleme bereitet, weil die Leute einfach so unterschiedlich sind. Das ist halt die Sache. Man braucht irgendwie sehr viel Menschenkenntnisse für sowas. Aber also ich versuche das hier tatsächlich beim universellen Grundeinkommen, also beim UGE-Treff hier, versuche ich so zu machen, dass ich das universelle Ihr verwende. Das heißt, jeden, den ich anrede, rede ich immer in dieser Ihr-Form an, um damit auszudrücken, dass eben wir Menschen sehr unterschiedlich sind und das deswegen immer wichtig ist, auch so ein bisschen Distanz zueinander bewahren, also zu bewahren, also nicht zu viel Distanz, also ein bisschen Distanz. Also man sollte nicht übereinander urteilen oder gar einander verurteilen. Und ja, so versuche ich also immer die Menschen auch irgendwie fair zu behandeln. Aber ja, gut. Ja, also ich hoffe, dass ihr das immer richtig irgendwie versteht, was ich sage. Auf jeden Fall dieser Andreas Metz, das ist jemand, der viel postet auf Facebook und das ist immer mal wieder interessant zu lesen, aber er drückt sich tatsächlich, ja, also ich denke, er drückt sich tatsächlich ein bisschen zu kompliziert aus. Also er sollte klarer und einfacher und direkter sagen, finde ich, was er meint und vielleicht auch noch ein bisschen kürzer. Aber gut, das sind halt so die Ansichten. Also was er so viele Ansichten hat, das sind meiner Ansicht nach mehr oder weniger die Ansichten, die man halt so ein bisschen von der SPD auch gewohnt ist. Und das ist ja auch gut so. Also der engagiert sich da bei der SPD oder ist da bei der SPD. Und passt, finde ich, von seinen Ansichten auch gut zur SPD. Das könnte man vielleicht, also das ist so mein Eindruck, den ich von ihm habe. Und ja, und was natürlich da eher mehr oder weniger Standard ist, ist immer so ein bisschen über Neoliberale und Wirtschaftsliberale und so sich auszulassen. Übrigens, neoliberal und wirtschaftsliberal ist im Grunde dasselbe. Also wer sich ein bisschen über diese Begrifflichkeiten wundert, also für mich ist neoliberal und wirtschaftsliberal das Gleiche, deswegen sage ich immer wirtschaftsliberal und das schließt auch alles Neoliberale für mich ein. Ich sage immer, am Neoliberalismus ist nichts Neo. Also Neoliberalismus ist eher so ein Kunstwort, das aber keinen großen Bedeutungsinhalt hat.
Aber ja, das alles jetzt nur nebenbei gemerkt, worauf es mir ankommt, ist dieses mit das BGE ist zwangsläufig. Übrigens, ich gucke gerade nach, was es gerade an neuen Kommentaren gibt. Es gibt immer wieder neue. Jetzt, während ich geredet habe, hat Jürgen Rettel wieder was Neues geschrieben. Der kommentiert extrem viel und leider auch immer ein bisschen unsachlich. Ich würde sogar sagen, respektlos auch. Also, ich habe auch mal mit jemandem diskutiert. Entschuldigung, bin gerade ein bisschen heiser. Ich habe auch mal mit jemandem auf Facebook diskutiert. Und zwar mit Martin Schöffel habe ich kurz drüber diskutiert, über das Wort Troll. Gibt es so etwas wie Trolle im Internet? Also ich bin der Meinung, dass man das Wort Troll nicht zu viel verwenden soll. Also es bringt nichts, immer sich gegenseitig als Troll zu bezeichnen. Aber ich wollte jetzt nur sagen, wenn es irgendjemanden gäbe, also im Konjunktiv gesprochen, den man als Troll bezeichnen könnte, dann wäre das am ehesten der Jürgen Rettel. Und das ist ein BGE-Befürworter. Und das muss man immer ganz klar sehen. Also es ist nicht so, dass die BGE-Gegner alle respektlos sind, so wie das jetzt dem Boris Dieker diese Woche vorgeworfen wurde, sondern auch BGE-Befürworter können sich daneben benehmen, sozusagen in den Foren und das beobachte oder in den Gruppen. Und das beobachte ich einfach sehr oft. Das wollte ich jetzt einfach auch mal gesagt haben. Und Jürgen Rettel hat jetzt was von mir gerade kommentiert. Grundsätzlich ist der Finanzierungsansatz von Helmut Pape genauso falsch wie der von Götz Werner. Wertschöpfung ist eben nicht gleich Inlandskonsum. Also in Deutschland ist der steuerpflichtige Inlandskonsum privater Haushalte, bla bla bla. Also der schmeißt immer ganz viel mit Zahlen und Statistiken um sich in seinen Kommentaren. Also Zahlenjongliererei nenne ich das immer. Das nervt mich immer, ehrlich gesagt. Und der schreibt auch immer wieder die gleichen Sachen. Das ist auch die Sache. Schauen wir mal, ob die Österreicher auf seine Lügenmärchen reinfallen. Gut, und das ist das, was ich meine mit respektlos, dass man andere Leute der Lügen bezichtigt. Also Helmut Pape ist Österreicher und der, ja, und Jürgen Rettel meint, dass Helmut Pape Lügenmärchen erzählt, und diesen Stil finde ich ganz unmöglich. Also ich wäre tatsächlich mal dafür, dass die Administratoren der Gruppe auch mal wieder den Jürgen Rettel zurechtweisen. Dass man wieder mal zu einem etwas zivilisierteren Diskussionsstil findet. Also das würde ich mir manchmal wünschen. Ich guck mal, wer die Administratoren von dieser Gruppe sind. Das ist ja auch manchmal ganz interessant. Also ich finde, man sollte sich auch mal ein bisschen mit Menschen beschäftigen. Das ist immer sehr wichtig. Also das heißt nicht, dass man irgendwie über andere herzieht oder so, sondern dass man einfach mal sich interessiert. Also das sind Baukje Dobberstein und Joachim Winters. Den Joachim Winters kenne ich, glaube ich, auch persönlich. Den habe ich irgendwann mal getroffen, also wenn ich den jetzt nicht mit jemand anderem verwechsel. Der hat sich mal bei oder engagiert sich immer noch beim Bündnis Grundeinkommen. Bereit für neue Herausforderungen bei Selbstständig. Gut, die Baukje Dobberstein, die hat so einen Blog. Das ist immer ganz lesenswert, finde ich, was die schreibt. Und auf YouTube kann man die auch sehen. Gut, also das sind die beiden Admins hier. Die sollten ein bisschen strenger sein, finde ich. Vielleicht werde ich das auch irgendwann mal ansprechen in der Gruppe, dass man da ein bisschen strenger sein sollte. Also es steht ja eigentlich auch in den Gruppenregeln der Admins, also in den Gruppenregeln der Facebook-Gruppe. Da steht in Punkt 1, Wertschätzung, Verzicht auf persönlich herabsetzende Äußerungen und Unterstellungen. Das ist eben genau die Sache. Also, da sollte man ein bisschen drauf pochen, finde ich, dass das gemacht wird. Ja, also ich finde, dass manchmal auch die Form wichtig ist. Also es ist nicht immer nur der Inhalt wichtig, sondern auch die Form. Und genau darum ging es mir jetzt in diesem Post von wie hieß er nochmal, von Andreas Metz. Also dieses mit dem Zwangsläufig, dass man den Leuten sagt, das Grundeinkommen wird auf jeden Fall kommen, das lässt sich gar nicht mehr verhindern und so, das ist zwangsläufig. Und ich finde, man sollte es nicht so darstellen. Also ich meine, ob sachlich stimmt oder nicht, kann man darüber diskutieren. Also ich selbst bin da
bin der festen Überzeugung, dass es irgendwann mal kommen wird. Aber ob es gut ist, das so zu verpacken, sozusagen, da bin ich ein bisschen skeptisch. Und das habe ich jetzt geschrieben da in einem Kommentar, den lese ich mal vor. Da habe ich geschrieben, Helmut Pape lese ich immer wieder gerne. Die Überschrift allerdings sehe ich kritisch. Zwar mag es sachlich den Tatsachen entsprechen, dass sich das Grundeinkommen über kurz oder lang nicht aufhalten lässt, unter Anführungsstrichen. Wenn man es allerdings den Lesern auf solche Weise verpackt, dann sendet man damit, fürchte ich, zweierlei Botschaft. Erstens an die BGE-Befürworter, dass sie sich nicht anstrengen und keine Überzeugungsarbeit mehr leisten müssten, denn das BGE bzw. UGE komme ja so oder so. Zweitens an die BGE-Skeptiker, dass dieses Konzept zwar nicht für alle Menschen eine Wohltat sei, man es aber zähneknirschend hinnehmen müsse. Beides stimmt meines Erachtens so nicht. Moment, ich bessere mal kurz hier was aus in diesem Kommentar. Also bei Facebook kann man Kommentare auch nachträglich bearbeiten. Das mache ich zwar nicht immer, aber manchmal. Also ich habe das Wort Menschen weggelöscht, weil kürzer ist schöner. Also zweitens an die BGE-Skeptiker, dass dieses Konzept zwar nicht für alle eine Wohltat sei, man es aber zähneknirschend hinnehmen müsse. Ja, also short is beautiful, sagt man im Englischen. Das stimmt meines Erachtens so nicht. Ja, also also normalerweise korrigiere ich Kommentare immer erst hinterher, wenn da wirklich ein grober Fehler drin ist. Aber solange ein Kommentar noch von niemandem geliked wurde, tue ich manchmal auch ein bisschen kleinere Sachen noch nachträglich korrigieren, dass es noch ein bisschen flüssiger zu lesen ist. Das ist auch immer wichtig, glaube ich, weil die Leute immer nur begrenzte Aufmerksamkeit haben, immer nur begrenzte Zeit haben. Das heißt, wenn man sich kurz und bündig formuliert, dann wird das mehr gelesen, als wenn man das nicht macht. Das merke ich dann auch immer an den Likes auf Facebook. Und das ist eben der Punkt, den ich gerade jetzt an Andreas Metz kritisiert habe, dass er manchmal ein bisschen zu ausschweifend ist in seinen Texten, ein bisschen zu viel Sachen auf einmal schreibt oder ein bisschen zu lange Sätze und so. Und ja, also ich glaube, dass wenn man die Sachen kürzer formuliert, dass das besser ist. Also wenn man sich überlegt, was ist der Kerngedanke jetzt, worum geht es mir eigentlich, und sich auf diesen Gedanken konzentriert, dann bekommt man meistens viele Likes. Also dann kommt das gut an bei den Leuten, dann klappt die Kommunikation. Das ist so meine Erfahrung. Aber es ist auch so ein bisschen Übungssache. Also ich habe ungefähr 2 Jahre oder so gebraucht, oder zumindest, ja, ich glaube schon seit ungefähr 2 Jahren oder so poste ich immer wieder auf Facebook, und das ist ein bisschen Übungssache, das so hinzubekommen. Und am Anfang habe ich immer sehr wenig Likes bekommen, aber inzwischen bekomme ich so langsam ein bisschen mehr. Also wie gesagt, das mit dem Brötchenbacken oder so. Ich könnte jetzt auch mal direkt mal gucken. Also das interessiert mich immer ein bisschen, wie viele Likes ich für irgendwas erhalte. Weil es ja immer, es ist halt eine Rückmeldung. Also es ist nicht so, dass ich immer nur so Aufmerksamkeit haben möchte und so. Aber ich mag es halt, wenn ich so ein bisschen Rückmeldung bekomme. Wenn ich ein bisschen erfahre, wie das ankommt, was ich schreibe. Und der Text mit dem Brötchenbacken hat immerhin 23 Likes bekommen. Also es ist für diese Gruppe gut. Das schafft, es kommt ja immer auf die Gruppe an. Also in anderen Gruppen kriegt man auch mal 1000 Likes oder so, aber in dieser Gruppe ist es was Besonderes, wenn man mehr als 10 Likes bekommt, würde ich sagen. Das schafft nicht jeder. Ich habe da 23 und diesmal keinen einzigen Lachsmiley und keinen einzigen Wütensmiley. Das gibt's auch nicht oft. Also 21 normale Likes, ein Herz-Like und ein Umarmungs-Like. Also das ist ein Feedback, dass ich da vielleicht irgendwas gut formuliert habe, und das ist ja was Schönes, finde ich. Also ich finde, dass Rückmeldungen von anderen Menschen auch was Wichtiges sind. Also es wird ja oft, also es gibt ja immer so Leute, die sagen, dass das völlig egal ist, man soll einfach sein eigenes Ding durchziehen, egal was andere Leute sagen und so. Aber ich finde das schon, dass Rückmeldungen anderer Leute schon so einen gewissen Wert haben. Also
Es stimmt zwar schon auch, dass man manchmal auch sein eigenes Ding durchziehen muss. Also man muss auch manchmal selbst denken und selbst überlegen, was ist mein Weg, wo will ich hin und so. Das auch, aber ich finde, dass gleichzeitig sollte man auch immer zuhören, sozusagen, was andere Leute denken oder so, oder was die Bedürfnisse anderer Leute sind. Und so Likes auf Facebook können manchmal so eine Art Hinweis sein, was andere Leute denken oder was andere Leute beschäftigt und so. Also deswegen nehme ich das schon ernst und wichtig, wenn Leute etwas liken. Aber ja, also mir geht es nicht allein nur um Likes. Also wenn es mir nur um Likes gehen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich auch gar nicht mit dem Grundeinkommen beschäftigen, sondern würde ich vielleicht Kochrezepte ins Internet stellen oder Katzenvideos oder so. Die werden nämlich tendenziell immer sehr viel geliked. Also so Katzenvideos auf YouTube könnt ihr ja mal selbst gucken. Ihr könnt ja mal auf YouTube irgendwie nach Katzen oder so, vielleicht nach süße Katzen suchen. Da findet ihr dann sehr schnell Videos mit 1 Million Likes oder so. Ich glaube, das Thema haben wir auch hier schon irgendwann mal gehabt, beziehungsweise das habe ich irgendwo mal schon angesprochen. Also Katzenvideos bekommen ganz viele Likes. Aber mir geht es eben nicht nur darum, sondern es geht mir auch um andere Sachen. Deswegen beschäftige ich mich mit dem Grundeinkommen, aber innerhalb der Grundeinkommensbewegung gucke ich halt auch mal ein bisschen danach, was ich so von anderen Leuten für Rückmeldungen bekomme. Ach ja, und mit Avs Wagner habe ich auch noch diskutiert diese Woche, nämlich zum Thema Spaß. Das fand ich auch noch ganz interessant. Steffen Hannemann hat geschrieben, dass es vor allem wichtig ist, dass man Spaß hat bei dem, was man macht. Und Avs Wagner hat ihm da widersprochen, indem er gesagt hat, dass er Spaß nicht so wichtig findet. Manchmal müsse man auch Sachen tun, die einem keinen Spaß machen, die aber sinnvoll sind und so. Das finde ich, das ist eine ganz interessante Diskussion. Ich habe mich da auf die Seite von Steffen Hannemann gestellt und ein bisschen den Spaß verteidigt. Und er hat dann dazu noch geschrieben, dass er dass er der Meinung ist, dass eine Arbeit vor allem Freude bereiten soll. Also nicht Spaß machen, sondern Freude bereiten. Das fand ich ganz interessant, diesen Gedanken. Und ich würde sagen, ich stimme ihm da tatsächlich auch zu. Also ich wäre jetzt nur nicht auf diesen Begriff gekommen, weil Freude bereiten ist so ein Begriff, der ein bisschen altmodisch inzwischen schon geworden ist. Also der wird nicht mehr so oft verwendet. Deswegen denkt man, also ich bin Jahrgang 1984, das muss man auch noch dazu sagen. Also dieser Avs Wagner ist, glaube ich, 30 Jahre älter als ich oder so. Der hat vielleicht das Wort Freude bereiten im eigenen Wortschatz, also im aktiven Wortschatz noch drin. Und ich habe es eigentlich nur im passiven Wortschatz. Also ich verwende das normalerweise im Alltag nicht so viel, das Wort. Oder eigentlich gar nicht, Freude bereiten. Aber ich finde, das ist ein sehr gutes Wort. Also das könnte man vielleicht auch mal wieder mehr verwenden. Also eine Arbeit soll einem Freude bereiten. Ich glaube, das stimmt tatsächlich. Also das würde ich unterschreiben, dass das so ist. Und Spaß ist halt so ein Teilaspekt der Freude. Also etwas, was einem Spaß macht, das macht einem oft auch Freude. Aber Freude und Spaß ist trotzdem nicht ganz das Gleiche. Also Freude ist ein bisschen mehr als nur Spaß. Und das fand ich tatsächlich einen ganz interessanten Input sozusagen. Das wollte ich deswegen auch mal mit euch teilen, also diesen Gedanken. Also denkt wirklich mal darüber nach, ob das so ist, also ob Arbeit einem auch Freude bereiten soll oder ob das ein ganz altmodisches Wort ist, das man heute nicht mehr verwenden muss oder so. Ihr könnt mir gerne immer was in die Kommentare schreiben. Ich freue mich, wie gesagt, immer, wenn ich was in den Kommentaren lese. Speziell, wenn es irgendwas Sachliches, also wenn es was ist, was Sachliches zur Diskussion beiträgt. Aber das ist, glaube ich, sowieso logisch. Gut, ich habe jetzt sehr viel geredet, ich habe auch sehr schnell geredet. Ja, ich überlege gerade, muss man eigentlich schnell reden? Also gibt das einen Mehrwert oder sind die Videos auch interessant, wenn ich langsam rede? Ich weiß das nicht genau. Also ihr merkt, so was die Formen anbelangt, bin ich immer so ein bisschen am Hin und Her überlegen, was ich hier alles mache. Und ich glaube, es ist halt auch immer so ein bisschen ein
ein Entwicklungsprozess, also die richtigen Formen zu finden. Ich musste an diese Garfield-Comics denken. Ich habe da mal in so einem Zeitschriftenartikel oder so gelesen über die frühen Garfield-Comics. Also der Garfield, das ist ja diese dicke Katze, die wurde am Anfang ganz anders gezeichnet als später. Also diese frühen Garfield-Zeichnungen, da sieht man irgendwie eine ganz dicke Katze mit einem kleinen Kopf oder so, die eigentlich gar nicht besonders sympathisch aussieht. Also die ist vor allem furchtbar dick und sonst nichts. Während der spätere Garfield ist ja eine sehr süße Katze. Also der ist zwar auch dick, aber nicht nur dick, sondern auch süß, weil der irgendwie einen bisschen größeren Kopf hat oder so. Also so aus psychologischen Gründen sozusagen. Und ja. Also was ich damit nur sagen möchte, also dieser Zeichner von Garfield, der hat auch erstmal zu seinem eigenen Stil finden müssen. Das war auch kein Automatismus. Also der hatte vielleicht am Anfang diese Idee, also Cartoons zu zeichnen mit einem dicken Kater. Aber ein guter Cartoon braucht nicht nur eine gute Idee, also diese gute Idee hat er von Anfang an, dass man einen Cartoon mit einem faulen, dicken Kater zeichnet, aber man muss dann auch zur richtigen Form finden, dass es für die Leute ansprechend ist. Also eine Katze ist nicht allein deswegen süß, weil sie so dick ist, sondern die muss auch irgendwie ein bisschen cartoonmäßig gezeichnet werden. Und das ist vor allem eine Fertigkeit, also das muss man lernen. Da muss man Sachen ausprobieren, man muss drüber nachdenken, warum sieht das, was ich gezeichnet habe, noch nicht so aus, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe. Man muss immer wieder neu das zeichnen, neu ausprobieren und irgendwann findet man dann zu dem richtigen Stil. Und ich glaube, das ist hier beim UGE-Treff auch ein bisschen so. Also die Idee, die ich hier habe, ist, glaube ich, von Anfang an gut gewesen und ist immer noch gut. Nämlich die Idee, dass man erstens den Schwerpunkt aufs universelle Grundeinkommen legt, also aufs bedingungslose Grundeinkommen für die ganze Welt, nicht nur für ein Land. Das ist der Aspekt A. Und Aspekt B ist, dass man sich miteinander trifft, und zwar nicht nur mit prominenten Leuten, also nicht nur mit einem Avs Wagner oder so, sondern auch mit ganz normalen Leuten sozusagen, die nicht irgendwie berühmt sind, die nicht in irgendwelchen Zeitschriften stehen, aber die vielleicht auch gute Gedanken haben, dass man auch mit denen sich unterhält. Und immer auf gleicher Augenhöhe sich unterhält und auch mal zu zweit sich unterhält. Also nicht nur so in 20er-Gruppen oder so, das gibt es ja auch immer wieder, so Treffen mit 10 oder 20 Leuten. Nein, also ich finde, es sollte auch Treffen geben mit 2 oder 3 Leuten. Und das ist eben dieses Projekt hier, was ich mache seit inzwischen schon mehreren Jahren. Also ursprünglich im echten Leben, jetzt immer online seit ungefähr einem Jahr. Das ist so meine Idee und ich glaube, dass die gut ist. Nur wie ich das jetzt so von der Form, also vom Äußeren richtig mache, da bin ich immer noch so ein bisschen im Hin und Her überlegen, soll das jetzt so aussehen wie hier oder soll es so aussehen wie hier und so weiter. Das ist nicht einfach, das zu entscheiden, was da das Richtige ist. Und da muss man halt irgendwie dazu finden, da muss man so ein bisschen am Ball bleiben, braucht man ein bisschen Geduld, muss das über längere Zeit machen und so. Und irgendwann wird es dann so, wie man sich das vorstellt. Ja, also fürs Grundeinkommen braucht man auch immer ein bisschen Geduld, habe ich so die Erfahrung gemacht. Aber wichtig ist, dass man von der Idee überzeugt ist. Und das bin ich auf jeden Fall. Also ich glaube wirklich, dass das universelle Grundeinkommen das Richtige ist für unsere Gesellschaft und für unsere Zukunft. Und dafür werde ich mich immer einsetzen, solange ich lebe. Gut. Und jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde lang geredet. Viel mehr werde ich jetzt auch gar nicht reden. Also üblicherweise dauert das Treffen hier ungefähr eine Stunde, aber wir können auch 2 Stunden machen oder wir können auch etwas kürzer machen. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Gut, das Bild hier ist von Rembrandt, falls das irgendjemanden interessiert. Und ich würde sagen, das war's für heute. Ich verabschiede mich und bis nächsten Samstag. Tschüss.